Sie alle kennen sicherlich den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Der Hauptakteur durchlebt jeden Tag dasselbe, immer wiederholt sich alles und so ein bisschen ist das auch an den Aktienmärkten so, zumindest in der Konstellation, die wir haben. Wenn es eng wird, dann schreiten die Notenbanken ein und Donald Trump hat das immer selbe Schema, wie er die Märkte wieder nach oben zieht. Am vorgestrigen Dienstag, wenn ich mich recht erinnere, spätabends, dieser Tweet, wir werden diese Stimulusgespräche beenden. Heute sagt er nein. Das ist doch jetzt sehr konstruktiv, was wir mit den Demokraten besprechen. Wir sprechen wieder über Stimulus. Allerdings ist dieser Stimulus eben ein kleines Paketchen. Es geht um die Hilfen für die Flugindustrie in den USA und es geht um 1.200-Dollar-Schecks, die er jetzt noch vor der Wahl, wenn es irgendwie geht, den Amerikanern zukommen lassen will. Selbes Prinzip wie im Handelskrieg. Damals auch ja immer wieder harsche Drohungen, harsche Ansagen, Abverkauf der Märkte, dann wieder Optimismus. Märkte nach oben. In der Summe sind die Märkte deutlich gestiegen, obwohl der Handelskrieg letztendlich kein Ergebnis gebracht hat. Die Handelsbilanz der USA ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, die Chinesen kaufen jetzt 2 Sojabohnen mehr aus den USA. Großartiger Erfolg. Aber es hat den Märkten wahnsinnig viel gebracht. Klar, strategisch ist übergeordnet natürlich dieser Handelskrieg schon bedeutsam, weil er diese Rivalität zwischen diesen beiden Großmächten widerspiegelt, die uns das gesamte Jahrhundert begleiten wird. Aber jetzt geht es um sehr, sehr kurzfristigen Stimulus. Also es geht jetzt um etwas, was strukturell eigentlich nichts ändert, sondern nur wieder ein paar Löcher stopft. Eigentlich ist das nicht wirklich relevant, aber die Aktienmärkte, die haben dasselbe Muster, dasselbe Verhalten, dasselbe Schema wie eben damals bei dem Handelskrieg. Wer ist verantwortlich für diese Drehung? So heißt es Steve Mnuchin. Ich habe mich eh schon gewundert, das war für ihn ja eine totale Niederlage. Er hat ja immer mit Pelosi verhandelt. Jetzt plötzlich dann die Ansage von Donald Trump, offenkundig auf Anraten von Mitch McConnell, dem Führer der Republikaner im Senat, der gesagt hat, Mensch, die Pelosi, die will dich über den Tisch ziehen. Also da ist doch was nicht in Ordnung und dann hat Trump erstmal scheinbar die Reißleine gezogen, um es dann wieder zu reparieren sozusagen. Mnuchin ist ja der Go-To-Guy der Wall Street, der will eine Einigung haben, der will, dass die Sachen hier funktionieren, der ist vergleichsweise wenig verbiestert in dieser Hinsicht, sondern sein einziges Ziel ist die Wall Street, sind die Aktienmärkte. Dementsprechend hat er es scheinbar wieder geschafft, so ein bisschen Trump in die Richtung zu drängen. Soeben hat sich auch Nancy Pelosi geäußert, wieder mit harscher Kritik am US-Präsidenten, aber eben die Tür nicht zugemacht. Zumindest bisher nicht für weitere Verhandlungen. Wie gesagt, es geht um einen einmaligen Scheck von 1.200 Dollar und es geht um diese Hilfen für die Airlines. Also nicht das ganz große Paket, was da zur Verhandlung steht, sondern ein Paketchen. Und es ist halt die Frage, ob das reicht für Donald Trump. Derzeit wird es eher schwierig. Wir hatten jetzt die Debatte zwischen Harris und Pence. Die Republikaner sagen oder die Trump-Anhänger sagen, Pence hat klar gewonnen. Die Demokraten sagen, Harris hat klar gewonnen. Jede Seite hat ihre Argumente vorgebracht. Und wer der einen oder anderen Partei zuneigt, der findet eben, dass der eigene Kandidat gewonnen hat. Ich finde, da ist schwer sozusagen ein wirklicher Sieger zu benennen. Aber es wird jetzt interessant, denn das war vielleicht jetzt die letzte Debatte, die wir gesehen haben zwischen Republikanern und Demokraten. Denn es sieht so aus, dass wir jetzt, wenn überhaupt, nur eine virtuelle Debatte bekommen. Das hat CPD, die das veranstalten, die Commission on Presidential Debates, hat gesagt, ja, wir machen das nur noch virtuell. Schon Harris und Pence saßen ja hinter Plexiglas, waren weit voneinander entfernt. Jetzt will man das so ein bisschen machen wie bei der Fed. Wenn Jerome Powell eine Fed-Sitzung hat, dann werden die Leute zugeschaltet. Und da hat offenkundig Donald gesagt, nee, das mache ich nicht. Entweder wir machen das face-to-face, wir machen das von Angesicht zu Angesicht oder wir machen es gar nicht, dann gehe ich lieber irgendwo Wahlkampf machen und I'm not going to do a virtual debate with Biden, das werde ich nicht machen. Vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir uns das ersparen, dass diese zweite und dritte Fernsehdebatte nicht stattfindet, so wie es jetzt aussieht, denn das war doch eine ziemliche Schlammschlacht, da war rein von der Geordnetheit, rein von der
zivilen Haltung war es doch schon deutlich besser, was Harris und Pence da geboten haben. Möglicherweise wird einer der beiden eh dann sehr bald US-Präsident oder Präsidentin werden, denn bekanntlich ist jeder der beiden Kandidaten, ob Trump oder Biden, so oder so der älteste Kandidat oder der älteste Präsident, der jemals ins Amt kommen würde. Das darf man ja nicht vergessen. Und wir haben jetzt also diese Diskussion, diesen Fokus auf die Stimulus-Gespräche, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Rückgang des BIPs jetzt in diesem Jahr gesehen in den USA. Wir sind jetzt bei 19,3 Billionen an BIP, was die Amerikaner auf die Waage bringen, während der Wilshire Total Market, also praktisch sind so ziemlich alle Aktien, knapp 5000 Aktien in den USA, die bringen 35 Billionen auf die Waage, also fast das Doppelte wie das Bruttoinlandsprodukt. Damit haben wir die teuersten Aktienmärkte der Geschichte, wenn man so will. Und klar, es ist denn natürlich so, wo ist die Alternative? Wo kann man hingehen? Das ist sozusagen diese finanzielle Repression, die ja derzeit da wirkt, aber es ist doch eigentlich nur ein Löcherstopfen, Stimulus, nächster Stimulus und die Aktienmärkte steigen weiter, weil es den nächsten Stimulus gibt. Wo soll das hinführen? Wie weit soll ich das eigentlich noch von der Realwirtschaft entkoppeln? Und hier sehen wir nochmal, dass wir jetzt über 180% sind, was die Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte betrifft in Relation zum amerikanischen BIP. Und jetzt haben wir nochmal 17 Billionen aufgenommen seit 2007, 17 Billionen an Verschuldung seit 2007. Insgesamt sind es ja 64 Billionen mit Unternehmen, mit Haushalten etc. Also jetzt sind wir bei 27 Billionen seit 2007, also 17 Billionen Anstieg. Da waren wir noch 2007 bei 10, jetzt sind wir bei 27 und wahrscheinlich sind wir in 3 Jahren bei 77. Nur was die Staatsverschuldung betrifft, würde keinen mehr wundern. Also es ist dieses permanente Löcherstopfen, die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft. Was soll man tun? Die Digitalisierung, die KI, die sorgt dafür, dass immer weniger Menschen eigentlich gebraucht werden im Produktionsprozess. Was soll man machen? Wie soll man die irgendwie ernähren? Also werden die irgendwie durchgefüttert? Werden die sozusagen alimentiert, damit die nicht auf der Straße stehen? Und wir Bilder sehen wie in der Weltwirtschaftskrise 1929 und folgende. Also sind die Zentralbanken sozusagen die Akteure der verschiedenen Staaten. Wir haben eine Art Notenbanksozialismus. Die Eigentumsrechte bleiben weiter bestehen. Das ist der Unterschied zum Sozialismus, aber sie sind eingeschränkt. Irgendwann wird es dazu kommen, dass dann die Staaten praktisch sagen, ja, wir garantieren die Mieten bei denjenigen, die Schwierigkeiten haben, aber dafür deckeln wir eben diese Mieten. Berlin lässt grüßen. Das sind Entwicklungen, die kommen. Immer mehr Staat, immer mehr staatliches Eingreifen. Staatliches Eingreifen ist zwar dann auch teilweise existenzrettend oder zumindest materiell rettend, aber es ist eben auch eine Einschränkung von Freiheit und es lähmt und erstickt die Wirtschaft. Wo mehr Staat ist, ist weniger Initiative, da ist weniger Unternehmergeist, da ist alles, was sonst eigentlich die Wirtschaft voranbringt, nicht vorhanden. Das ist eine fatale Entwicklung und ob die Aktienmärkte dabei steigen oder nicht, es geht letztendlich darum, wohin wir alle gehen, finde ich. Das ist eigentlich der entscheidendere Punkt. Schauen wir uns jetzt hier zum Beispiel mal die heute veröffentlichten Erstanträge an auf Arbeitslosenhilfe und die fortgesetzten Anträge, die Continuing Claims, dann sehen wir, ja, es gibt hier eine Tendenz ein bisschen nach unten, speziell was jetzt die fortgesetzten Anträge betrifft, aber die Erstanträge, die waren schwächer als erwartet, die gehen nicht wirklich runter und wenn wir hier mal den Vergleich anschauen, zum Beispiel zur Finanzkrise, da hatten wir, wie Jeroen Blokland hier zeigt, den höchsten Wert auf dem absoluten Hochpunkt der Finanzkrise im Jahr 2009, da hatten wir einmal 665.000 Erstanträge, jetzt haben wir jede Woche über 800.000, sind zwar schon ein bisschen runtergekommen, aber wir fallen da nicht so richtig oder kommen nicht weiter runter. Das zeigt die Schärfe dieser Krise, zumindest am Arbeitsmarkt. Das zeigt, dass die Main Street, die normalen Leute davon betroffen sind, während die Wall Street eine Party nach der anderen feiert, kann man machen. Aber es ist eben letztendlich ein gewagtes Spiel, weil der Unterschied immer größer wird. Und der Unterschied, der zeigt sich auch jetzt in Sachen Kredite. Wir sehen hier, dass der Consumer Credit in den USA um über 7 Milliarden Dollar zurückgegangen ist. Wir sehen also, dass wir hier eine V-Erholung hatten, auch in Sachen Kreditvergabe. Aber jetzt geht das Ding wieder nach unten. Deswegen eben auch so wichtig für die Aktienmärkte auch der Stimulus, dass sozusagen dieser Konsum weiter funktioniert in den USA, dass man so tut, als könnte alles so weitergehen. Was Sie hier sehen, ist übrigens die BIP-Schätzung in den USA für das vierte Quartal.
Quartal. Und da waren wir lange Zeit noch bei traumhaften Werten so von 11%+11% nach dem massiven Einbruch im zweiten Quartal. Jetzt sind wir bei mageren 3,3%. Also es geht immer weiter runter mit der Erwartung für das BIP jetzt im vierten Quartal. Man senkt also die Prognosen, aber was interessiert das die Märkte? Gar nicht, meine Damen und Herren, das ist ja wurscht, weil was kümmert uns die Realwirtschaft? Die Realwirtschaft ist im Fokus von Finanzminister Scholz, der geniale Stratege aus Hamburg, der Scholz-Somat, und der hat jetzt gesagt, okay, wir haben natürlich eine wahnsinnige Lernkurve seit der Wirecard, gell, als wir gemerkt haben, dass da Beschiss systematisch war und wir systematisch weggeschaut haben. Jetzt haben wir einen Aktionsplan entwickelt und der sieht vor, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie Ernst & Young, die ja herrlich diesen Betrug von Wirecard wohlwollend begleitet haben, könnte man sagen, dass also alle 10 Jahre eine solche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wechseln muss. 10 Jahre totaler Nonsens. Also man sieht, wie hier wieder super gearbeitet wird. Und jetzt ist immer klarer, dass auch der BND offenkundig über Wirecard-Transaktionen abgewickelt hat. Das Masalek, der ehemalige Finanzvorstand der Firma, irgendwie auch in diesen Geheimdienstkrämereien verwickelt ist. Es wird immer absurder. Jeder Film, der das beschreibt, würde, wenn man ihn sehen würde, als ziemlich absurd gebrandmarkt werden. Aber die Realität ist manchmal absurder als jeder Film. Und das gilt natürlich auch für die Wirklichkeit, wie wir sie jetzt sehen an den Finanzmärkten. Es ist so absurd. Es ist ein solches Schauspiel. Täglich grüßt das Murmeltier. Und die Finanzmärkte müssen immer mit, weil wo sollen wir hin, was sollen wir machen? Dann reagieren wir eben auf diese Tweets, weil insgesamt ist eben viel Geld da, weil die Notenbanken diese Liquidität schaffen. Also muss es irgendwo hin und dann geht es eben in die Risikoassets, es steigen die Vermögenspreise. Die Frage ist, steigen irgendwann auch die Verbraucherpreise? Kriegen wir dann eine wirklich dicke Inflation, ja oder nein? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, wie jeder sich dann positionieren muss. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt jedenfalls schon mal ein schönes Wochenende. Wie gesagt, morgen keine Videos, kein Videosblick und kein Marktgeflüster. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische dann am Montag und sage Ihnen Servus und Ciao.